man mag sich diese Seelenfresserei nicht ausmalen. Ja? Wenn ich mir vorstelle, dass erwachsene Männer, über 60 Jahre alte Männer, dafür verantwortlich sind, dass eine 14-Jährige sich die gesunden Brüste abnehmen lässt und anfängt, Hormone zu fressen. Und dann hat dieser Typ die Chuzpe zu fragen, was nehmen wir euch? Was ihr uns nimmt? Wirklich? Bist du auch dabei, wenn der Teenager bereut, sich die Brüste abgenommen zu haben? Was sagst du ihm dann? Ja, sorry, aber ich habe dir nichts genommen. Ich nicht, das war der Chirurg. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich glaube wirklich, dass sie nicht wussten, was sie taten. Wirklich nicht. Dass sie sich auch jetzt noch nicht drüber im Klaren sind, was sie angerichtet haben. Ich rede von Vertretern des sogenannten synodalen Wegs, der letztlich nichts anderes ist als ein intellektueller und spiritueller Krebsherd. Ich kann mir sogar vorstellen, das klingt komisch, kann es mir vorstellen. Ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, es ist die Hälfte. Ich würde doch nicht sagen 40%, aber ab 30% kann ich es mir ganz ehrlich vorstellen, dass, abgesehen von dem Geistlichen, Vertreter des synodalen Wegs zum Beispiel nicht mal mehr die vier Evangelisten aufzählen können. Du kannst nur einem Herrn dienen. Und was allein was an Gedankenkraft drauf geht bei Menschen, die an mehr als zwei Geschlechter glauben, ist kaum zu ermessen. Jedenfalls, wir waren schon zuvor eine gespaltene Gesellschaft und auch wenn ein Gros der Bevölkerung, selbst das Gros der Katholiken, selbst ein Treffen wie der synodale Weg, völlig nicht, also unbemerkt, gar nicht realisiert, so darf man die destruktive Wirkung nicht unterschätzen. Es gibt nur die Bibel als Fundament unserer Zivilisation. Es gibt nur die Kirche als Fundament unserer Zivilisation. Es ist nicht RTL, nicht die Konsum, nicht die Banke, nicht Netflix, auch nicht die Universitäten. All das sind materielle Charakteristika letzten Endes. Eine Gesellschaft braucht mehr. Wir brauchen ein spirituelles Fundament. Und wie gesagt, wir waren zuvor schon gespalten und nicht irgendwie argumentativ, sondern letztlich epistemologisch regelrecht. Wir leben in unterschiedlichen Realitäten. Wir sind an der Frage der Liebe nicht mehr einig. Und das ist etwas anderes, als wenn man bei der Frage pro oder contra Kernenergie unterschiedlicher Meinung ist. Und so sehr die Kirche belächelt wird, dass es nun nach außen tatsächlich kolportiert wird, man sei so etwas anderes, so eine andere Art Berliner Rathaus, nur mit Weihrauch. Die Menschen sind auf sich allein gestellt. Niemand kann sich mehr hinter einem Bischof verstecken. Es gilt wieder selbst, Verantwortung zu übernehmen für die eigene Spiritualität. Für die eigene Community. Niemand kann sich mehr verstecken. Bruch mit biblisch begründeter Zweigeschlechtigkeit, titelt die Tagespost. Der nun in zweiter Lesung endgültig beschlossene Handlungstext Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt fordert die umfassende Anerkennung geschlechtlicher und sexueller Vielfalt und einen Bruch mit der biblisch begründeten Zweigeschlechtlichkeit. Die aktuelle naturrechtspositivistische christliche Anthropologie, wie sie geltenden kirchlichen Texten zugrunde liegt, legitimiere und befördere Ausgrenzung, Gewalt und Verfolgung, vor denen die Kirche eigentlich zu schützen hätte. Stattdessen weisen die Lehre und das Recht der Kirche trans- und intergeschlechtlichen Personen nach wie vor höchst prekäre und verletzliche Positionen zu, argumentiert der Beschlusstext. Die Synodalversammlung spricht daher eine Reihe von Empfehlungen an die Bischöfe aus, zu der unter anderem der Einsatz von LSBTI-Stern Beauftragten in allen Diözesen gehört, die über eine von Akzeptanz geprägte geistliche Begleitung für trans- und intergeschlechtliche Gläubige
wachen sollen. Transgeschlechtliche Gläubige sollen unbürokratisch ihren Geschlechtseintrag im Taufregister ändern lassen können. Die Feststellung des Zustands der äußeren Geschlechtsmerkmale ist dort, wo sie im Zuge der Annahme eines Mannes als Priester, Amtsanwärter noch Praxis sein sollte, abzuschaffen, fordert der Text außerdem. Also, ja, es geht darum, wenn eine Frau sagt, ich bin ein Mann, dann ist sie ein Mann. Dementsprechend muss sie auch Priester werden können. Passend dazu fordert, übrigens beißt sich ja auch irgendwie mit der Forderung des Frauenpriestertums. Wenn Mann und Frau nichts intrinsisch Unterschiedliches mehr sind, ja, dann wird doch eine Forderung nach Frauenpriestertum obsolet. Passend dazu fordert die Synodalversammlung vom Papst, der Zugang zu den kirchlichen Weiheämtern und pastoralen Berufen muss auch für inter- und transgeschlechtliche Getaufte und Gefirmte, die eine Berufung für sich spüren, im jeweiligen Einzelfall geprüft werden und darf nicht pauschal ausgeschlossen werden. Außerdem empfiehlt die Synodalversammlung dem Heiligen Vater die normativ naturrechtspositivistische Geschlechteranthropologie und ihre Legitimation durch Rekurs auf biblische Schöpfungstexte mit den Erkenntnissen moderner Bibelwissenschaft und Theologie zu überprüfen. Der zugehörige Grundtext des Synodalforums zur Sexualmoral, Leben in gelingenden Beziehungen, Grundlinien einer erneuerten Sexualethik, hatte in der letzten Synodalversammlung im September 2022 die notwendige bischöfliche Zweidrittelmehrheit verfehlt. Mehrere Bischöfe hatten ihre Ablehnung damit begründet, dass der Grundtext mit dem christlichen Menschenbild breche und sich von dem Glauben der katholischen Kirche entferne. Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, hat mit Blick auf Gegner der beim synodalen Weg beschlossenen Reformen gesagt: Was nehmen wir ihnen durch die Beschlüsse, die wir treffen? Und weiter hat er gesagt, bitte leben Sie doch, was Ihnen wichtig ist. Und das nehmen wir Ihnen nicht weg. Betzing, neben Irmestetter Karr vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, einer von zwei Präsidenten des nun beendeten Synodalen Wegs, äußerte sich bei einer Pressekonferenz am Ende der fünften Synodalversammlung am Samstagnachmittag. Vorausgegangen war die Frage eines Journalisten für das Konradsblatt in der Erzdiözese Freiburg, der sagte, ich bin mir ziemlich sicher, dass eine ganze Reihe von meinen Lesern heute Abend drei Kreuze schlagen, wenn sie lesen über Transsexualität, Frauen und die aktuellen letzten Beschlüsse. Eine ganze Reihe von Katholiken hat heute Morgen ja auch betend vor dem Gebäude verbracht. Wie funktioniert eine Kommunikation, damit da keine Risse entstehen, auch zu dieser Gruppe, die sich schwer tut mit dem, was hier passiert ist? Daraufhin sagte Betzing, wir haben Menschen, glaube ich, überall in den Gemeinden, in unseren Bistümern und im Land, die sich schwer tun mit den Beschlüssen, die etwas anderes wollen, die eine andere Bewegung wollen. Im Gespräch mit Vertretern solcher Gruppen, die den Reformen sehr kritisch gegenüberstehen, sei sein Punkt stets, was nehmen wir ihnen durch die Beschlüsse, die wir treffen? Was nehmen wir ihnen? Bitte leben Sie doch, was Ihnen wichtig ist. Und das nehmen wir ihnen nicht weg. Aber was nehmen wir mit unseren Beschlüssen ihnen? Und dann kommt man oft wirklich an den Kern des Ganzen, so Betzing weiter. Und das sind, ich sage mal, oft mehr psychologische Gründe als echte theologische oder die der Frömmigkeit. Also, wie sicher bin ich in meinem Glauben? Wie viel Sicherheit brauche ich? Wie viel Bereitschaft, mich zu bewegen, habe ich? Wie frei bin ich? Die Freiheit, das zu leben, was jemandem wichtig ist, nimmt niemandem in der Kirche jemand. So der DBK-Vorsitzende, dazu will ich auch diese Menschen ermutigen. Niemand will euch heben in eine Wirklichkeit, in der ihr fremd seid. Niemand will euch heben in eine Wirklichkeit, in der ihr fremd seid. Was nehmen wir euch? Uns nehmt ihr nichts, aber dem Teufel schenkt ihr eure Seele. Ich hatte das schon mal gefragt. Werdet ihr da sein und bestätigen, wenn ein Teenager auf die Lüge des Transkults reingefallen ist und ein Mädchen sagt, ich bin ein Junge, werdet ihr dann da sein und unterstützen offensichtlich und bestärken?
man mag sich diese Seelenfresserei nicht ausmalen. Ja? Wenn ich mir vorstelle, dass erwachsene Männer, über 60 Jahre alte Männer, dafür verantwortlich sind, dass eine 14-Jährige sich die gesunden Brüste abnehmen lässt und anfängt, Hormone zu fressen. Und dann hat dieser Typ die Chuzpe zu fragen, was nehmen wir euch? Was ihr uns nimmt? Wirklich? Bist du auch dabei, wenn der Teenager bereut, sich die Brüste abgenommen zu haben? Was sagst du ihm dann? Ja, sorry, aber ich habe dir nichts genommen. Ich nicht, das war der Chirurg. Ich habe es mal erwähnt. Ich habe es heute Morgen wieder gesehen. Wenn ich aus dem Haus trete, mit meinen Töchtern, um sie zur Schule zu bringen. Junges Teenager-Mädel. Bis vor kurzem hat sie noch draußen, auch draußen, also eine schwarze Maske getragen. Das ist seit kurzem vorbei. Sie trägt immer noch Fuchsohren und einen langen Fuchsschwanz, der unter ihrer Jacke hervorragt. Ihre ganze Erscheinung ist die Hülle einer Hülle über eine tief leidende Teenager-Seele. Und ich würde darauf wetten, wäre der synodale Weg ein Camp? Sie müsste 2 Wochen mitcampen. Und sie würde sich die Brüste abnehmen lassen. Die queersensiblen Seelsorger würden sich ihrer annehmen. Man kann es sich nicht ausdenken. Ich glaube, in der Hölle läuft seit einer Woche eine Dauerfete. Katholische Bischöfe, die sich offiziell gegen die Zweigeschlechtigkeit stemmen. Übrigens freut man sich in der Hölle wohl über jene, die sich enthalten haben, noch mehr. Wir verabschieden einen Text, in dem gesagt wird, es gebe mehr als 2 Geschlechter und ihr schweigt. Ihr schweigt. Wenn Bischöfe schweigen, schreien die Dämonen. Meine Schafe hören meine Stimme. Aber wie sollen sie seine Stimme hören, wenn ihr schweigt? Wisst ihr, es gibt Menschen, die hören von diesem irren Wahn und denken sich, was für ein Schwachsinn, sollen sie doch. Und letztlich kapseln sie sich ab, wollen es letztlich auch gar nicht wahrhaben. Das hat auch gesunde Züge, aber es kommt die Zeit, wo eine Lüge alles frisst. Wenn eine Lüge erst groß genug ist, ist niemand mehr sicher. Und der Gender-Ideologie gilt es, die Stirn zu bieten. Johannes Paul II. Hat nicht gezögert, sie als neue Ideologie des Bösen zu bezeichnen. Ja. Das Gender, die Frucht der Reflexion amerikanischer Strukturalisten. Ein missgestaltetes Kind des marxistischen Denkens. Johannes Paul hat geschrieben, ich denke zum Beispiel an den starken Druck des Europäischen Parlaments, homosexuelle Verbindungen anzuerkennen als eine alternative Form der Familie, der auch das Recht der Adoption zusteht. Ist gar nicht so lange her. Und da kommt alles her. Es ist zulässig und sogar geboten, sich zu fragen, ob nicht hier, schreibt er, vielleicht heimtückischer und verhohlener wieder eine neue Ideologie des Bösen am Werk ist, die versucht, gegen die Menschen und gegen die Familie sogar die Menschenrechte auszunutzen. Nichts anderes passiert. Und nun ist eine Mehrheit der deutschen Bischöfe dabei. Ha. Eine primitive Lüge wird transportiert, die die Realität von Mann und Frau negiert. Und uns letztlich allen tatsächlich die Freiheit nimmt. Aber Freiheit kostet etwas. Es gibt keine Freiheit ohne Opfer. Johannes Paul II. Hat das in seiner Berliner Rede gesagt. Opfer für die Freiheit bringen die für die Verteidigung nach innen oder nach außen Nachteile in Kauf nehmen, die anderen erspart bleiben. Keiner kann sich von seiner persönlichen Verantwortung für die Freiheit dispensieren. Bis hin zu Gefahren für Leib und Leben. Die anderen erspart bleiben. Eine Lüge im Anfangsstadium kostet wenig. Eine Lüge im fortgeschrittenen Stadium zu bekämpfen kostet viel. Wer ein kleines Opfer auf sich nimmt, erspart einem anderen ein Opfer. Mir ist gerade aufgefallen, dass das Mikrofon gar nicht angestellt war. Tut mir leid. Kardinal Müller war es, glaube ich, der die feministische Lobby als treibende Kraft dahinter ausgemacht hat. Die soziale Ordnung und ihre Werte zu bekämpfen, nicht nur den Menschen zu dekonstruieren,
sondern die gesamte soziale Ordnung, Unruhe zu stiften bezüglich der Legitimität sozialer Normen. Ja, und letztlich auch im Hinblick auf das Modell der Heterosexualität Argwohn zu erregen. Und dass nach Auffassung der Gender-Ideologie die christliche Zivilisation abgeschafft und eine neue Welt aufgebaut werden. Diese neue Welt finden wir zum Beispiel in TikTok-Videos. Es gibt junge Männer, die, ich weiß nicht, schlucken sie was oder fügen sie sich was zu, um den Menstruationsschmerz, also junge Männer, die von sich sagen, wir sind Frauen, den Menstruationsschmerz zu erleben und diesen auch erklären, wie man am besten auch damit umgeht. Beispiele dieser Art sind Legion. Das ist nicht nur ein Wahnsinniger, nicht nur ein verrücktes Video. Und sind wir ehrlich, was die Menschen heute glauben, hat vor 5 Jahren niemand für möglich gehalten. Was seid ihr in der Lage, in der Zukunft zu glauben? Machen wir uns nichts vor. Sind wir da nicht naiv? Angesprochen auf die Frage, was nehmen wir ihnen durch die Beschlüsse, die wir treffen, erklärte Kardinal Rainer Maria Wölki gegenüber der ZNA Deutschland schlicht: Die Gemeinschaft mit dem Papst und die Orientierung am Glauben der Kirche, die helfen will, dass unser aller Leben gelingt. Sein größter Wunsch sei, so betonte Wölki, dass wir hier in Deutschland weiterhin in Einheit mit dem Papst und der Weltkirche stehen. Und ich darf an dieser Stelle sagen, es ist natürlich für mich ein besonderer Balsam auf der Seele zu wissen, dass der Kardinal, der mich vor 8 Jahren getauft und gefirmt hat, nicht gefressen wurde vom Zeitgeist. Ich wünsche allen noch eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.